Moin Leute, gute Nachrichten. Laut einem Artikel der Zeitschrift Motorrad wird Anfang 2017 die Winterreifenpflicht für Motorräder abgeschafft. Das Gesetz war sowieso völlig absurd, da das M&S-Zeichen für Matsch und Schnee nicht geschützt ist. Jeder Hersteller könnte es auf seine Reifen braten oder es eben auch lassen. Die meisten Hersteller machten diesen Quatsch gar nicht erst mit der Folge, dass plötzlich Enduro-Reifen, die selbst bei Schnee für ordentlich Grip sorgen, in Deutschland verboten waren. Völlig unabhängig davon, dass in Deutschland die Hauptstraßen auch im Winter meist sehr schnell wieder geräumt werden und vernünftige Motorräder auch mit Salz klarkommen, wäre ein weiterer sinnvoller Schritt für mehr Sicherheit beim Motorradfahren, wenn in Deutschland ebenfalls Spikes für Motorräder erlaubt würden. In anderen Ländern hat man damit längst gute Erfahrungen gemacht. Warum nicht auch hier? Danke fürs Reinschauen.